Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin schon in meinen Sportsachen, nicht weil ich heute Sport machen möchte, sondern weil ich mir ein großes Projekt vorgenommen habe. Und zwar werde ich heute mein komplettes Zimmer von oben bis unten aufräumen. Mein komplettes Bad von oben bis unten aufräumen. Heute ist Sonntag. Ich habe mir den ganzen Tag freigenommen. Ihr müsst wissen, dass jetzt war gerade Weihnachten. Davor war mein Geburtstag. Überall sind Geschenkspapiere oder Reste der Geschenke, die ich nicht richtig verräumt habe bis jetzt. Und ich habe ja selbst auch sehr viele Geschenke für Weihnachten vorbereitet und deswegen liegt alles in meinem Zimmer herum. Und ich habe die letzten Tage arbeiten müssen. Das heißt, ich habe den ganzen Tag arbeiten müssen und hatte keine Minute Pause, um einmal mein Zimmer aufzuräumen. Und ich hasse es, wenn mein Zimmer unordentlich ist. Und das ist wirklich der erste Punkt, den ich vor Neujahr abhaken möchte. Heute ist der 29. Dezember 2019. Es ist jetzt 13 nach 10. Ich möchte in 4 Stunden komplett fertig sein mit dem Aufräumen. Ich nehme es mir jetzt einfach mal vor, ich möchte ein Zeitlimit haben, damit ich auch motiviert bin, das schnell zu machen, weil ihr kennt das bestimmt, man macht da mal was, man findet dann wieder da was und deswegen, das möchte ich heute nicht. Es tut mir übrigens leid für meine Haare und für mein Make-up. Ja, ich habe genau meine Augenbrauen schnell gemacht und ich hatte einen Zopf über Nacht, deswegen sind meine Haare, ja egal, anderes Thema. Aber ich hoffe, ihr seid auch motiviert und wollt auch mit mir sauber ins neue Jahr starten. Den ersten Tipp, was ich euch beim Aufräumen geben kann, ist, zieht euch bequeme Klamotten an. Vielleicht sogar wirklich ein Sportoutfit, so wie ich, oder eine Jogginghose. Macht euch eure Lieblingsmusik oder Lieblingspodcasts an. Stellt euch einen Wecker, wie viel Zeit ihr in euer Aufräumen investieren wollt, damit ihr nicht ewig aufräumt, damit ihr das einfach schnell hinter euch habt. Ich zeige euch jetzt einfach mal das davor und hoffentlich ein gutes After. Aber ich möchte auch etwas mein Zimmer umstellen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, mein Zimmer umzustellen, aber das steht auch auf meinem Plan. Also ich zeige euch nochmal mein Sportoutfit. Ihr seht schon, ja, mein Zimmer schaut richtig katastrophal aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal mein Zimmer. Mir ist es schon etwas peinlich, muss ich sagen, aber jeder hat mal sein Zimmer so erlebt, oder? Ja, auf jeden Fall, hier ist mein Davor. Hier ist mein Davor, wie ihr sehen könnt. Die Couch ist komplett befüllt. Überall am Boden liegen Sachen. Hier liegt mein Zweier, hier liegen ganz viele Geschenkstüten. Das muss ich auch noch abbauen. Hier liegen ganz viele Sachen, Schleife, bla 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 bla. Ja, Kasten muss ich auch aufräumen, wie immer, gefühlt. So. Dann, ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen habe ich mein Bett noch nicht gemacht, aber das wollte ich jetzt eben auch nicht sofort machen, weil ich möchte einfach das ganze Zimmer fertig machen. Hey! Ja. Ihr seht? Chaos? Chaos. Wir fangen mit diesem Zimmer an. Ja, wir starten jetzt einfach mal. Ich werde jetzt alles vom Boden aufheben und auf die Couch legen. Dass der Boden einmal sauber ist, das ist jetzt Step 1. Dann werde ich alles, weil hier liegt eigentlich gefühlt nur Gewand, also das ganze Gewand werde ich drauf schmeißen und die restlichen Sachen, die auf dem Boden liegen, die werde ich sofort verräumen. Einen Müllsack geholt und jetzt geht es daran, meine ganzen Schminksachen auszuräumen. Ich habe jetzt meinen Kasten soweit fertig. Wie ihr sehen könnt,
habe ich das nach Farben alles so sortiert, alle Pullover. Die Hängezeugseln habe ich auch nach Farbe sortiert. Ich habe die ganzen Schubladen neu geordnet. Meine Sportsachen habe ich immer zusammengerollt. Irgendwie sieht das in der Kamera richtig unordentlich aus, aber es ist ordentlich. Dann hier meine ganze Unterwäsche, meine T-Shirts, meine kleinen, also meine Crop-Tops, Jakobs-Schublade. Hier sind Bikinis und ja, Bralettes und so ein Zeug. Und unten sind einfach nur so Strumpfhosen und so. Ja, es liegt immer noch etwas am Boden. Das ist Wäsche. Die ganzen Sachen, die jetzt noch am Boden herumliegen, die räume ich jetzt auf. Übrigens, mein Schminktisch ist auch schon komplett fertig. Hier liegt auch noch einiges. Ja, das wird jetzt einfach alles mal ausgeräumt. Wow, okay. Ich bin jetzt im anderen Zimmer und werde jetzt das aufräumen. Das Endresultat von dem anderen Zimmer werde ich euch dann am Schluss zeigen. Da werde ich euch alles zeigen. Wie ihr seht, dieses Zimmer ist ziemlich chaotisch. Ich habe auch ein paar Sachen von dem einen Zimmer in dieses Zimmer hier gestellt, als ich aufgeräumt habe. Als allererstes werde ich mein Bett machen. Ich bin richtig gut in der Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt 1,5 Stunden für das eine Zimmer gebraucht. Für dieses Zimmer nehme ich mir jetzt auch 1,5 Stunden vor. Und 1 Stunde fürs Badezimmer. Mal schauen, wie das so klappt. Jetzt sind wir in meinem Badezimmer. Ich werde jetzt die ganzen Schränke ausräumen und aussortieren und Sachen, die ich nicht mehr brauche, wegschmeißen und einfach alles sauber machen. Ich bin fertig. Und ja, übrigens, ich habe meine Hose den ganzen Tag schon verkehrt an. Und Leute, es ist jetzt einfach mal eins. Das heißt, ich bin 1 Stunde früher fertig. Mein ganzes Bad ist aufgeräumt. Tada! Hier seht ihr nichts drin, aber es ist doch nicht so spannend. Tada! Okay, ich zeig's euch. Also, die Perspektive finde ich sehr gut. Okay. Also hier oben sind alles Badesachen, hier sind alles Gesichtsmasken. Ich habe sehr viele Gesichtsmasken. Dann hier sind meine Reinigungssachen, alle Sachen von Kiehl's. Hier sind so kleine Sachen, Zahnbürste und Shampoo. Und ja, die Schubladen habe ich auch ausgeräumt, neu eingeräumt. Ich habe Staub gesaugt, ich habe die Badewanne und das Klo geputzt. Dann kommen wir zu meinem Zimmer. Das ist auch komplett aufgeräumt. Und dieses Zimmer sieht einfach so schön aus jetzt. Ich habe nämlich das Keyboard hier rauf getan und das macht einfach so viel aus vom Platz her. I did it. Und außerdem habe ich hier auch alles schön einsortiert. Alles ist jetzt sauber. Spiegel sind auch alle geputzt, wie man sehen kann. Also ich bin jetzt komplett fertig mit meinem Zimmer. Es fühlt sich einfach so viel besser an als davor. Davor habe ich einfach, ich war richtig nervös und konnte nicht einschlafen, weil mich das Zimmer so gestört hat.
Aber jetzt fühle ich mich richtig wohl. Jetzt kann ich ins neue Jahr starten. Das war der erste Step zur Vorbereitung aufs neue Jahr. Ich werde jetzt noch meine Vorsätze schreiben, aber ich glaube, das mache ich jetzt in einem anderen Video oder ja, mal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Das Video kommt nämlich erst nächstes Jahr online. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester und ihr konntet heute auch etwas Motivation finden, euer Zimmer aufzuräumen und eure Sachen ordnen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye!